Mord in der eigenen Familie. Maria Felten tötete zwischen 1962 und 1983 insgesamt 5 Menschen, darunter ihren eigenen Vater und ihre Tante. Aufgedeckt wurden ihre Morde allerdings erst im Jahr 1983. Was war das Motiv der Mörderin? Sie wollte ihn nicht mehr pflegen, sie wollte Ruhe haben. Und da hat wahrscheinlich zur Enthemmung beigetragen, dass sie auch sehr lange schon sehr wütend auf ihn war. Ein paar Infos zu Maria. Sie lebt 1963 in Kempten am Niederrhein. Ihr erster Ehemann ist im Krieg gefallen und dann heiratet sie Peter. Sie selbst hat schon 6 Kinder und auch Peter bringt einige seiner 8 Kinder mit in die Ehe. Von außen betrachtet ist sie die liebevolle, aufopfernde Mutter einer Großfamilie und die liebende Ehefrau. Doch Maria Felten war auch eine Mörderin. Sie wurde auch das Blaubeermariechen oder Gifthexe vom Niederrhein genannt. Wie hat sie gemordet und woher stammen ihre Spitznamen? Darüber sprechen wir in dieser Woche.